etwas Hilfe. Es gibt so viele Banditen und hier kommt ständig dieser blöde Weiß auf die Füße. Du solltest zurück in die Kammer zu den anderen Leuten. Wir können dich nicht beschützen, wenn du hier so durch die Gegend streunst. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte mich dieser Kerl noch den Kopf gekostet. Nicht der Rede wert. Pass beim nächsten Mal besser auf, ja? Ich habe mit dem Hauptmann gesprochen. Er will dich sehen. Ach du Scheiße.
der Zug. Wir fallen alle in die Anrufungskammer zurück. Aber ordentlich.
Konzentration. Wir sind gleich soweit. Sieh an. Es muss bereits das fünfte Mal sein, dass er das sagt. Dieses dumme Ritual braucht viel zu lange. Mist. Da kommen die Lahmen. Wirst du klarkommen? Mir geht's gut. Kümmere dich um die Todwandler. Bist du verletzt, bitte? Der Heiler braucht einen Schein. Im Moment sind nur die beiden. Verstanden, Sergeant. Ich beschäftige die Lahmen. Dürfte sich nicht so verhalten. Meiner Tochter. Ich werde nicht zulassen, dass deine Schwäche unser Untergang ist.
Ich brenne! Was zum... Wie habe ich das angestellt? Hauptmann? Ich glaube, es wird Zeit, meinen Sold zu erhöhen. Nicht jetzt, Vulkan. Wir müssen hier verschwinden, bevor der Rest eintrifft. Ja, solange wir noch können. Sie kommen von allen Seiten. Es gibt einen Durchgang auf der anderen Seite des Berges. Er sollte uns zum Sumpf führen. Sumpf? Bezaubernd. Übrigens, hat irgendjemand mitbekommen, dass ich gerade einen Moloch mit Feuerbällen erledigt habe? Ihr scheint das komplett zu ignorieren. Sei still, Vulkan. Was zum... Du hast die Macht, dich den Nekromanten gegenüberzustellen. Und doch bist du geflohen. Ich hatte keine Wahl. Keine Wahl? Du hast ja geglaubt, wählen zu können. Du bist geflohen wie ein Dieb. Und mich, Schatten meiner selbst, in diesem dunklen Gefängnis zurückgelassen. Ich bin nicht schuld an der Situation. Ich bin nicht einmal sicher, ob ich verstehe, was passiert ist. Die Zeit der Fragen ist vorbei. Du musst handeln. Ich bin es, der wegen deiner Feigheit leidet. Ich, der für deine Fehler bezahlt. Ich, der dem Untergang geweiht ist. Und wenn ich sterben muss, wenn die Flamme erlischt, stirbt auch die Welt. Ich werde die Flamme nicht erlöschen lassen. Ich bin im Krieg gegen die Nekromanten. Und ich habe die Macht, sie zu bekämpfen. Was glaubst du, in dieser lächerlichen, menschlichen Form zu erreichen? So wie sie jetzt ist, nützt sie uns nichts. Die Flamme ist kein Spielzeug für wimmernde Kinder. Sie existiert, um zu regieren. Ihre Macht darf ihr nicht gestohlen werden. Wir müssen sofort zum Herzen der Welt zurückkehren. Hey, Vulkan, genug geträumt. Befleg deinen Hintern, ja? Büffel? Hey, Vulkan, hörst du mich? Mach die Ohren auf. Ja, ich kann dich hören. Mein Kopf fühlt sich an, als wäre er implodiert. Reiß dich zusammen. Wir sind noch nicht am Ende des Sumpfs. Und ich werde dich nicht den ganzen Weg zum Dorf tragen. Übrigens, warum ist Falke nicht hier bei mir? Er ist der führende Speer. Ich gehe immer mit ihm. Falke bildet die Nachhut des Zugs. Also gehe ich diesmal mit dir. Du wirst es überstehen. Warum habe ich das Gefühl, überwacht zu werden? Du glaubst, dass niemand deinen kleinen Trick am Tempel bemerkt hat? Natürlich beobachten wir dich. Jetzt halt den Mund und beobachte die Umgebung, während ich dich beobachte.
Während der Hauptmann ein nettes Gespräch mit den roten Weisen über mich führt. Es wird einfacher für die doppelzüngigen Schlangen sein, wenn du nicht in der Nähe bist. Mach dir keinen Kopf. Er wird dir erzählen, was du wissen musst. Und wenn er es nicht tut, werde ich es tun. Danke, Sergeant. Lass uns weiter, bevor die anderen uns einholen. Du bist so unauffällig wie eine Horde Krüppel. Ich dachte, dass Elfen sehr gute Augen haben. Sehen wir für dich wie Leichen aus, Arschloch? Noch nicht. Aber wenn dir ein Pfeil in der Kehle steckt, wird selbst ein Großmaul wie du eine passable Darstellung abliefern können. Und du wirst ihm umgehend folgen? Möglich. Vielleicht sollte ich zuerst das größte Ziel anvisieren? Nicht, wenn dir deine Eier lieb sind. Was haben wir hier? Büffel höchstpersönlich. Das ist ein gutes Zeichen. Was ist hier los? Wer ist das Gerippe mit den spitzen Ohren? Sehr aufmerksam. Ich versuche, sie in Schuss zu halten. Ich bin Relma. Und ich vermute, dass der rotgesichtige Fettsack mit dem dreckigen Bart niemand anderes ist als Elrich, Anführer der Freien Klingen. Die Leute nennen mich Hauptmann. Alle Freien Klingen nennen dich Hauptmann, Elrich. Das bezweifle ich nicht. Ich hatte nie viel Interesse an Titeln oder militärischem Protokoll. Ich beurteile Leute nach ihren Taten. Und was machst du hier im Sumpf, außer ehrliche Söldner zu bedrohen? Euch suchen? Nun, ich habe zuerst nach den Roten Weisen gesucht. Prinz Arandil ist verwundet. Wir mussten uns nach Valvenor zurückziehen, wo ihr scheinbar erwartet werdet. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr den Weg findet. Das ist nicht mein erstes Mal in der Wildnis, Großmaul. Wie du siehst, sind wir auf dem richtigen Weg und fast an unserem Ziel angekommen. Er hat recht, Hauptmann. Die Kreaturen, von denen ich dir erzählte, sind in der Nähe und bereiten sich wahrscheinlich auf einen Angriff vor. Ah, nun, die nennt man Larven. Sie warten, bis genügend von ihnen zusammengekommen sind, um dich dann zu übermannen. Und es scheint, deine kleine Gruppe einen ganzen Schwarm zum Dorf zu locken. Nun heißen wir sie willkommen. Trotz der Bedrohung durch sie halten diese Kreaturen die Speer der Todwandler fern, ohne dabei viel Aufsehen zu erregen. Wenn wir zulassen, dass sie sich hier sammeln und wir sie dann vernichten, kommt ihr Territorium zu nahe an Valvenor heran, was dazu führt, dass wir früher oder später entdeckt werden. Wir sollten ein paar Kämpfer zurückschicken, um sie zu beschäftigen, während der Rest zum Dorf geht. Ich melde mich freiwillig, wenn ihr Sorge habt, dass ich versuche zu entkommen. Ich kenne diese Gegend. Das hört sich nach einem Plan an. Vulkan, kümmere dich darum. Ich will auch gehen.